Liebe Anita, herzlich willkommen hier bei mir. Ich freue mich sehr. Und wir reden heute über Face Reading und was das ist und was dein Gesicht dir verrät und was dein Gesicht anderen über dich verrät. Dein Gesicht als Visitenkarte, das wirst du in dieser halben Stunde erfahren, die ich mit Anita hier für dich verbringe. Liebe Anita, stell dich mal vor und vielleicht magst du sagen, was ist Face Reading und ja, was hat es da auf sich mit diesem Gesichterlesen? Ja, vielen, vielen Dank, liebe Eva, für die Einladung, hier mit dir zu sprechen. Ich freue mich schon sehr auf diese halbe Stunde. Ich Gerne. bin Anita Hornlink. Ich bin ja Expertin für Face Reading und Psychophysiognomik und ich entschlüssle die Merkmale im Gesicht. Es heißt Face Reading, weil wir im Gesicht wirklich lesen können wie in einer Visitenkarte. Und jeder, der hier zuguckt, der weiß das auch und du weißt das auch, Eva. Wir können das alle automatisch. Also Face Reading ist eigentlich etwas, was wir ganz natürlicherweise tun. Wir nennen es den ersten Eindruck oder wir nennen es unser Bauchgefühl oder die Chemie stimmt mit jemandem. In den ersten paar Sekunden einer Begegnung haben wir ja schon Gefühl zu jemandem, ja? Und das entschlüsseln wir aus der Wahrnehmung, aus den Formen, weil jede Form hat eine Information, die wir so mit uns tragen. Und die hat auch was mit unserem Innern zu tun. Und wir Face-Reader, wir dekodieren das natürlich ein bisschen genauer, ne? Wir gucken uns genau die Areale an und ordnen diese Ausdrucksareale wirklich ganz konkreten Bedeutungen zu. Und Spannend. das heißt, ja, wir können sehen, was eine kugelige Nasenspitze verrät oder was volle Augenbrauen verraten, genau, was so schöne Bäckchen, wie wir beide Ja, sie die jetzt haben wir haben, beide, haben. ne? Was heißt denn das? Magst Das gleich mal sind, verraten, was heißt denn na das? klar, das sind die Herz- und Kontaktbäckchen. Das heißt, ja, wir beide sind mit viel Herzenergie unterwegs und wir haben eben auch Lust, Kontakt zu Menschen aufzunehmen und Menschen fühlen sich bei uns auch wohl. Wenn man eben diese Kontaktbäckchen hat, dann ist der Kontakt sehr leicht, ja. Und Wow. das zeigen diese Bäckchen und diese, ja, diese Herzinteraktionszone, die sitzt genau hier, ne? Und das, ja, was die Bäckchen da so noch dazu bringen, ist dann diese Kontaktfreude. Genau, ja, sehr schön, Und Eva, die genau so. Knubbelnase, du meinst das so wie Knubbelnase, meine, ja. gell? Ich komme ja aus Köln, ja, und in Köln setzen wir uns zu einer fünften Jahreszeit ja mit Absicht so eine Knubbelnase auf. Und ganz viele Riten, ganz viele Sprichworte, ganz viel altes, tradiertes Wissen hat was mit Physiognomik, mit Face Reading zu tun. Und wenn wir uns diese runde Nasenspitze aufsetzen, dann haben wir Lust, auf unser Bauch zu hören, zu feiern, zu genießen und eben einfach loszuziehen und den Verstand und den Kopf mal zu Hause zu lassen, uns zu verkleiden, uns einfach aus unserem Innern heraus zu bewegen. Und das zeigt auch eine kugelige Nasenspitze, die wir ohne Clownsnase haben. Ja, also Genussfreude und ein gutes Bauchgefühl. Ja. Stimmt, siehst du, und deshalb brauche ich gar keine rote Nase und halt auch nicht so viel von Karneval, weil ich mache das sowieso. Genau, Ich genau. mache das, was mir gefällt. Und Ja. ja, das sagt dann meine Nase. Ja, ihr seht, sehr, sehr spannend. Jetzt könnte man natürlich noch fragen, was sind da diese Grübchen, die manche Menschen haben, oder Ja. spitzes Kinn und rundes Kinn oder auch hier diese Ja. Lachfalten oder Ja, also Merkelfalten. ich muss das unbedingt mal sagen, weil ich finde Okay. das so schön bei uns beiden, wenn wir hier lachen. Genau, dann sieht man hier so einen Muskel, ja, auch bei Eva genauso wie bei mir, wenn ihr das hier so anguckt. Und das ist was, sind wir schon wieder bei sowas Lustigem, was sich Clowns weiß schminken, ja. Stimmt, genau. Und das ist genau dieses Areal. Und das ist ein Clownskind, so nennen wir das auch im Face Reading. Und das heißt Humor und Lachen und Freude und natürlich auch selbst witzig sein. Das ist das, was uns liegt und was man mit so einem Clownskind gerne macht und eben auch als Talent zur Verfügung hat, ja. Und wenn wir das Spannend. nutzen, was uns ins Gesicht geschrieben steht, was wir quasi mitbekommen haben, um es in die Welt zu bringen, um damit uns zum Ausdruck zu bringen, dann sind wir erfüllt. Und je mehr wir leben von dem, was wir haben, desto erfüllter sind wir. Und die Krux ist manchmal, dass wir vieles noch nicht dekodiert haben oder erkennen oder auch einfach noch keine Zeit war, kein Raum, keine Förderung, kein Impuls, um das zu leben.
Und das ist das Schöne am Face Reading, dass wir so viele Facetten haben, dass es immer auch irgendwie Zeit ist für eine, ja, um eine Schicht irgendwo wieder frei zu schaufeln, um etwas von uns auch zum Vorschein zu bringen. Und das ist das Schöne, wenn ich Menschen in der Analyse habe, wenn sie zu mir kommen oder auch wenn sie das Face Reading lernen, dass wir dann immer auch etwas, ja, in den Fokus nehmen, was jetzt gelebt werden will und was mitunter auch noch gar nicht entdeckt worden ist als Qualität, als Talent. Und das ist das Schöne. Also das ist sehr lebendig und lebt eigentlich immer. Und natürlich sind solche Phasen im Leben, Eva, wie wir, wenn wir uns beruflich neu orientieren, ja, was junge Menschen an der Schnittstelle Schule, Beruf machen oder eben auch, wenn wir uns verändern, in neue Beziehungen gehen, neue Umgebung und uns eben neu aufstellen, da ist es natürlich am spannendsten, einfach auch nochmal zu gucken, was ist der Status quo, was will gelebt werden, was haben wir, wo können wir uns noch einbringen und verwirklichen. Aber ja, es ist immer wieder ein offenes Buch und es ist immer wieder auch durch Wahrnehmung und eben auch diese konkrete Merkmalskunde zu erkennen, wo wir gerade stehen und ja, was aus uns heraus will. Super, super toll. Und wir beide sind übrigens beim Online-Kongress mit dabei von der Andrea Schlösser. Und zwar heißt es Tools for You. Also ich stelle The Work vor als Tool und du stellst natürlich dein Face Reading vor und viele andere stellen ihre Methoden vor. Und auch hinsichtlich dieser Tatsache kannst du dich gleich mal anmelden. Und zwar, wenn du mir ein PN schickst oder ein Mail, dann kriegst du von mir die persönliche Einladung für diesen Online-Kongress. Und im Newsletter schicke ich ihn natürlich auch gerne rum. Weil, ganz, ganz wichtig, wenn du dabei bist beim Online-Kongress und die Anita siehst mit ihrem Face-Reading-Vortrag, dann kannst du auch tatsächlich ein Face-Reading gewinnen bei ihr. Das heißt, wenn du gerade so am Scheideweg stehst, ja, soll ich mich beruflich verändern, soll ich mich privat verändern oder örtlich verändern, so wie ich zum Beispiel vor einem halben oder dreiviertel Jahr ist das ja jetzt schon, dann kann sie im Gesicht lesen, ja, bei mir zum Beispiel hättest du sicher gesagt, folg deinem Instinkt, folg deinem Bauch, schau mal, was dir Spaß macht, schau mir, was dir Freude macht, ne? Und genauso habe ich es auch gemacht, genauso empfehle ich es auch, aber es gibt ja auch Gesichter, die dann was anderes zum Beispiel aussagen und was würdest du denen dann empfehlen? Hast du da so Beispiele, so Gesichter, die halt ganz anders sind jetzt als unsere beiden zum Beispiel? Ja, also es gibt ganz, ganz, ganz viele Aspekte. Also was zum Beispiel sehr häufig vorkommt, dass wenn Menschen merken, irgendwas stimmt nicht und ich möchte mich verändern, aber ich weiß nicht, wohin es geht, dass eben das Thema Kreativität oder das Thema auch musischer Ausdruck, also solche seelischen Bedürfnisse sehen wir an den Ohren. Ja, da sehen wir zum Beispiel musikalisches Talent, ja. Genau. Habe ich das? Ja, Moment, da muss ich die Brille aufsetzen, weil da muss ich auch immer ein bisschen gucken. Zeig mal noch mal ein bisschen. Genau. Lass mal die Hand lieber weg, dass ich das sehe. Also du hast sehr gutes Klangverständnis, aber selbst Musik machen, das ist jetzt so, ja, würde ich sagen, das ist vielleicht möglich, aber das ist nicht unbedingt ein Talent, was so raus muss, ne, sondern da gibt es andere Sachen. Okay. Ich wollte ja aber Sängerin werden, ich habe Gesang studiert. Ja. Singen ist was anderes. Also, was ich da jetzt sehe, ist instrumentelle Begabung. Das heißt, ein Instrument spielen. Ja? Klangverständnis und Musikverständnis, das hast du. Das kann man mit der Stimme gut intonieren. Aber ein Instrument spielen, das hat hier mit unserer, das sieht man hier am Ohrläppchen. Und da ist wirklich das Materielle, was wir da so sehen. Ja? Also wir haben das Ohr in drei Teile und hier unten ist es Musik in Materie zu verwandeln oder mit Materie herzustellen. Und das ist wirklich Klavier spielen, Geige spielen oder wirklich ein Instrument nutzen, um Musik zu übersetzen. Ja? Und das ist nochmal, also es ist sehr differenziert, was wir sehen, aber dass du natürlich ein sehr kreativer und musischer Mensch bist, das sieht man dir auch an. Du hast sehr viel Empfindungsenergie und nimmst sowieso sehr viel wahr. Und eben auch dieses Klangverständnis, Klang, auch Intonation zu verarbeiten
Und darauf auch zu reagieren, das kann man sehr gut an deinen Ohren sehen. Ja, Eva. Klavierspieler hat es bessere gegeben als mich, da gebe ich dir recht. Ich habe es ewig lang gelernt, aber da gab es wirklich extrem viele bessere. Ja, das stimmt. Also es ist so, ich habe auch 7 Jahre Klavier gelernt, Eva, und ich kann ganz wenig. Es ist wenig übrig geblieben. Ja. Und das ist dann das Thema Talent. Wir können vieles lernen, machen oder weil wir es vielleicht auch wollen, aber Talent ist nochmal was anderes. Talent heißt, die Dinge gehen leicht und man kann mit wenig Energie zu Höchstleistungen kommen. Ja, das ist so letztendlich wirklich den Schub, den wir bekommen haben, auch genetisch natürlich und um uns, um unsere Berufung oder um das zu finden, was wirklich mit Leichtigkeit gut zu erreichen ist. Ja. Und du hast gefragt, was noch so passiert, wenn Leute kommen, was ganz oft ist und gerade in dieser Zeit. Die Oberstirn zeigt unser soziales Denken, unsere Hilfsbereitschaft und das, wie wir ja auch visionieren und eben auch wirklich Ethik, Moral und sowas. Und ganz oft will das gelebt werden, wenn wir in so eine Beratung kommen und so weiter. Das ist gerade jetzt auch in der heutigen Zeit, dass sich Menschen sinnstiftender einsetzen wollen, als sie es bisher getan haben. Ach, und super. Da ist es für mich, bin ja auch Berufsberaterin, natürlich auch immer toll, Wege zu finden, wie Menschen das dann auch machen können. Vielleicht aus einer relativ, vielleicht eingeschränkten Tätigkeit, sich da auch noch mal ein bisschen rauszubewegen und anderes zu integrieren. Also das ist richtig toll und von daher freue ich mich auch immer, wenn Menschen diese Chance nutzen, eben ganz individualisiert auch beraten zu werden und zu gucken, was ist genau bei dir jetzt der Next Step? Aha. Ja, super, super spannend. Das heißt, es gibt völlig unterschiedliche Ohren, völlig unterschiedliche Wangenpartien, Kinnpartien, Stirnpartien, Nasen. Ne? Ja, und das sieht man auch erst, wenn man anfängt, genau zu gucken. Ja, weil uns ist das ja jetzt gar nicht so geläufig, ne, dass wir wirklich schauen, wie sind denn die Ohren, wo ist die Dominanz, da oben, da unten, sind es fleischige Ohrläppchen, was ist mit dieser Leiste, geht die durch, das ist zum Beispiel schauspielerisches Talent. Ja, wie ist die Nasenwurzel, ist sie gerade oder kann man da einen Finger reinlegen oder hat jemand so einen Lippenschwung, einen Amorbogen, das ist zum Beispiel ein Zeichen für Qualitätsbewusstsein, jemand, der für schöne Dinge ganz ansprechbar ist. Oder, und du hast das Kinn auch angesprochen, ja, also hat man ein Tatimpulskinn, was nach vorne geht und ist so spontan in der Tat, oder ist man eher so jemand, der sich ein bisschen zurücknimmt und erstmal beobachtet, auch um sich selber besser zu verstehen und auch so anzunehmen, wie man ist, weil Physiognomik und Face Reading hilft einem auch, sich nicht ständig zu vergleichen, sondern wirklich zu sagen, hey, so bin ich und das ist okay. Und das bringt sehr viel Entspannung und auch Leichtigkeit ins Leben, wenn man eben denkt, ja, du bist so und ich bin so. Ja, so what? Ja, das ist in Ordnung und das ist eben auch dieses schöne wertschätzende Element, was wir eben haben, sich selbst wertzuschätzen und andere. Und das können wir halt natürlich auch sehr dingfest machen mit dem Face Reading. Super. Ja. Und verändern sich Gesichter auch übers Leben rüber? Gibt es dann vielleicht auch so markante Einschnitte, vielleicht mit Traumata? Wäre jetzt für mich persönlich interessant, ob du dann sagen kannst, okay, da hat sich jetzt dies und jenes verändert aufgrund der Sache. Ja, das ist ganz interessant, Eva. Das ist natürlich auch das, womit du arbeitest, ne? Das ist ganz klar. Also wenn ich Menschen sehe, wo ich merke, da hat es Einschnitte gegeben im Leben, das ist natürlich auch am Gesicht zu erkennen. Ich gebe mal ein Beispiel zum Beispiel. Wir sehen hier, dieser Bereich, den nennen wir Pallium, da können wir sehen, wie achtsam ein Mensch ist, ja, und wie mit viel, viel Respekt und auch mit dem Thema Umgangsform, wie er da unterwegs ist. Und wenn Menschen da sehr eben achtsam sind, sehr rücksichtsvoll, andere letztendlich auch sehr stark auch in den Vordergrund stellen, dass man sie nicht übergeht und so weiter, dann hat man da einen hohen Anspruch. Und oftmals ist es so, dass man in diesem Bereich ein Fältchen vorfindet oder eine Querfalte. Mhm. Und das kann man dann auch so wörtlich übersetzen, da hat die eigene Achtsamkeit auch gelitten. Da gab es etwas, was da grenzüberschreitend gewesen ist. Mhm. Ja? Und ich kann natürlich das ansprechen und ich kann dann mit dem Menschen drüber reden.
Aber oftmals ist es dann auch so, dass Dinge hochkommen, eben auch Dinge durch das Face Reading und das dann natürlich auch andere Kollegen weiter behandeln, ja, weil das ist jetzt nicht unbedingt das, was, das Face Reading alles umfasst, sondern es zeigt etwas, bringt etwas zutage, ja. Und so gibt es etliche, auch der Mund, das ist das Ausdrucksareal für Gefühl und Genuss. Und der ist ja mimisch auch sehr lebendig und der zeigt, ne, sind wir mit eher Mundwinkel, die nach oben zeigen, unterwegs, das ist ja so ein Stück weit Zeichen für Pessimismus, haben wir sehr viele Leiterfahrungen, die wir immer noch mit uns tragen und auch nach vorne projizieren, dann sieht man das auch an dieser ganzen Partie auch, wie viele Schuhe wir uns anziehen und mit welchen Mustern wir auch unternehmen. Also wir können auch da eine gewisse Schwere oder auch eine gewisse starke Verantwortungsbereitschaft, die uns nicht immer gut tut, auch erkennen und darüber auch sprechen. Und die hat ja auch Ursachen. Also wir sehen vieles im Gesicht, was in die eine Richtung geht, in die andere, auch Stolpersteine, die wir natürlich aufdecken. Aber wir haben meistens auch ein Instrument in der Hand, wo man sagt, hey, nutz das. Mach das, bring das in Vordergrund, um dich auch mehr in deine Kraft zu bringen, zum Strahlen zu bringen. Und das ist natürlich immer auch schon was, was man sofort mitnimmt. Aber natürlich gibt es darunter auch tiefer liegende Traumata, Erlebnisse, die dann auch nochmal eine andere Aufmerksamkeit brauchen. Das ist ganz klar. Aber es steht uns sehr viel ins Gesicht geschrieben, was wir eben auch alleine dadurch, dass wir es wissen, dass wir es annehmen, dass wir hinschauen, dass da passiert auch schon sehr viel Transformation. Hat es geläutet bei dir, gell? Ja, aber das ist jetzt so. Können wir aber auch einfach als Cut nehmen. Magst du noch vielleicht irgendwas Abschließendes sagen? Weil ich möchte euch einfach einladen zum Kongress von der Andrea Schlösser und dann könnt ihr eben den Vortrag von der lieben Anita nochmal genießen und auch meinen, wenn ihr Lust habt über The Work und das Face Reading gewinnen. Ja, also wenn ihr euch anmeldet über Eva, dann habt ihr wirklich die Möglichkeit, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Es ist alles kostenlos und gratis, die Anmeldung. Und es sind außer uns noch 18 andere Referenten und Referentinnen. Ich glaube, es lohnt sich auch nicht, glaube ich. Ich weiß, es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich würde mich freuen, wenn du dabei bist und wenn du bei Eva und mir zuhörst, zuschaust und wenn wir uns da begegnen. Also für alle, die im Bereich Coaching, Heilpraktikerwesen und Begleiter, Berater und so weiter unterwegs sind, ist das wirklich der Mega-Kongress. Und ja, ich freue mich super, mega, dass ich dabei bin und du wahrscheinlich auch, weil das einfach passt. Und wir können vielleicht, wir können vielleicht noch sagen, am 8. Dezember geht's los. An einem Mittwoch super, startet das, genau. Ne? Das haben wir noch gar nicht gesagt. Haben wir noch nicht gesagt, steht dann auf der Seite. Vielen Dank. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es gibt so wenige Kongresse, die wirklich auch Tools vermitteln. Ich glaube, das ist nochmal wirklich wichtig zu sagen. Es gibt sehr viele Interviewkongresse oder wo man natürlich auch durch Vorträge viel, aber da wird sehr viel Handwerkszeug vermittelt. Ja, genau. Und das, glaube ich, ist was ganz Besonderes, was Andrea da zusammengestellt hat. Und deswegen, ja, lasst euch das nicht entgehen. Vielen lieben Dank, Anita, und danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder. Und alles Liebe, eure Eva. Tschüss, danke.